Hallo im Küchengarten. Nach einer Woche Dauerregen hier bei uns im St. Galler Rheintal kann ich nun endlich mal wieder in den Garten. Es gibt so viel zu tun und auch zu ernten und auch Neues zu pflanzen. Ich nehme euch gerne mit zu einem Garten dies und das. Folgt mir einfach, was es zu tun gibt. Der Herbst ist eine wunderschöne Zeit. Ich hoffe, auch ich habe einen Erntesegen, trotz aller Reinfälle und Missgeschicke, aber seht selbst. Hier in Hochbeet Nummer 3 gibt die Mini-Gurke Rimoni so richtig Gas. Die wächst hier herunter und hinauf. Und es gibt einige Gurken, die auch nicht mehr so mini sind, zu ernten. Frühstück. Ja, die Blattmasse wird langsam gelb und braun. Es geht eben auf den Herbst zu. Allerdings ist weit und breit gar kein Mehltau zu sehen. Das finde ich großartig. Diese Gurke scheint super resistent zu sein. Also die Mini-Gurke Rimoni für den Snack zwischendurch kann ich echt empfehlen. Wieder eine schöne Ernte. Ich muss dazu sagen, dass wir hier permanent wegessen. Die Kinder holen sich immer wieder, ich gebe ihnen immer wieder. Und das sind die, die irgendwie ein bisschen in Vergessenheit geraten sind, deswegen auch schon so riesig. Auch hier sieht man doch ein paar Spuren von Schnecken, die sich dran verlustiert haben. Aber das schält man einfach weg und kann es trotzdem essen. Hier in Hochbeet Nummer 3 habe ich Winterspitzkohl gepflanzt, aber ich musste auch hier drinnen zu meiner großen Traurigkeit Schneckenkriegen anwenden, weil ich hier in diesem Hochbeet einen starken Befall von so kleinen Ackerschnecken habe. Richtig lästig. Und hier sieht man auch, wo die Gurke dann über diese Schneckenkriegen drüber gewachsen ist, konnten die Schnecken halt durch die Gurkenblätter hinein. Das heißt, hier schaut der Kohl ziemlich mitgenommen aus, wohingegen hier daneben prächtig und groß. Das heißt für mich, hier ein bisschen ausschneiden. Und dabei habe ich noch eine Gurke entdeckt. Das absolut Lustige hier bei meinem neu gemachten Hochbeet vor dem Gewächshaus. Hier habe ich ja eine kernlose Weintraube drüber, die auch mehltauresistent ist. Und die hat wirklich herrlich getragen. Und jetzt nach diesen starken Regenfällen, das war ich einige Zeit nicht im Garten, keine einzige Traube mehr dran. Wer das wohl gewesen ist? Nur mehr die leeren Rispen. Scheint geschmeckt zu haben. Im Gewächshaus geht's mächtig los nach ewigen Zeiten, wo meine Paprikas und Chilis dahin vegetiert sind. Schießen sie jetzt so richtig in die Höhe, es hat sogar Blüten dran, aber ob ich da noch was ernten werde, ist fraglich. Hier sieht man kleine Blüten. Hier an meiner einzigen Chili, die ich selbst vorwärts gebracht habe von zig, die ich ausgesät habe. Welche Sorte ist denn das? Hier steht was. Sogar noch leserlich. Die Chili Capella Orange. Ja. Da scheint jetzt die Blüte wirklich prächtig und es hat sogar schon kleine Früchte dran. Da wird es vielleicht noch was dazwischen. Da geht es. Hier gibt es ein paar Paprika zu ernten. Das ist allerdings eine gekaufte Pflanze. Die zwei lasse ich noch ein bisschen. Da
Daneben habe ich ebenfalls eine gekaufte Chili-Pflanze. Die hatte schon grüne Früchte dran, wie ich sie gekauft habe. Steht einfach gelbe Chili drauf, sehr aussagekräftig. Aber da ist jetzt wirklich was zu ernten und das mache ich jetzt mal. Die grüne Wildnis in diesem Beet ist schon gar nicht mehr zu durchdringen. Hier habe ich eine Schlangengurke. Da sieht man noch ein paar neue Früchte dran, aber wir haben auch schon abgeerntet, die sich hier hochgerankt hat an dieser Überbauung meines Gemüsegartens. Dann habe ich hier einige sehr traurige Kohlrabi. Also mit Kohlrabi hatte ich dieses Jahr überhaupt kein Glück. Die sind nicht gescheit gewachsen, von Schnecken angefressen. Also da, die ist sogar schon irgendwie halb heraus. Da sind noch welche, also eher traurig. Die kommen heute alle raus. Da hat es ein richtiges Loch drinnen. Da hat es den Schnecken gut geschmeckt. Die kommen heute alle raus. Vielleicht kann ich aus dem... Ja, ich weiß nicht. Ich werde schauen, ob ich noch was in der Küche verwenden kann. Aber sie kommen raus. Daneben noch Fenchel. Der hatte anscheinend hier zu wenig Licht, weil er ziemlich geschossen ist. Der ist nicht verloren. Das Grün gebe ich in den Salat. Oder unseren Degus. Die lieben den Fenchel und der ist auch wirklich gut für die Verdauung. Oh nee. Der ist wirklich nicht mehr zu gebrauchen. Der ist hier schon ganz matschig. Schon durch den vielen Regen und die Bissspuren. Nee, der kommt auf den Kompost. Dann habe ich hier in genau demselben Beet meine Zucchini-Pflanzen. Und zwar sind es drei Stück. Eine gelbe, eine grüne Kletterzucchini, die hier auf dieser Leiter hochrankt. Und nochmal eine grüne Zucchini, die ich etwas später gepflanzt habe, um eine versetzte Ernte zu erzielen. An den Zucchinis sieht man an den Blättern doch schon einiges an Mehltau. Hier werde ich wiederum alle befallenen Blätter wegschneiden, damit sich es nicht weiter ausbreitet, weil sonst schauen sie wirklich noch gut aus und tragen immer noch Früchte. Und hier oben, ich zoome da mal ein bisschen ran, seht ihr dieses Exemplar, das ich anscheinend vergessen habe. Das werde ich jetzt auch gleich mal ernten. Der Max vom Gartenkanal hat gerade in seinem dieswöchigen Video ein Rezept für ein Chili-Zucchini-Relish gepostet, also gezeigt. Und ich glaube, diese Zucchini und meine wunderbaren, gelben, recht scharfen Chili sind ideal, um dieses Rezept auch mal auszuprobieren. Ich verlinke euch das Video von Max hier oben in der Ecke und danke für das tolle Rezept. Meine grüne Zucchini wächst hier schon ziemlich stark über den Rest des Beetes drüber und die werde ich jetzt ein bisschen umpositionieren. Und zwar dorthin, wo ich vorher die Kohlrabi rausgenommen habe, damit der Rest hier, da habe ich nämlich noch Salat gepflanzt, etwas mehr Licht bekommt. Das ist eigentlich immer ziemlich gut möglich, weil diese Zucchini ja auch in die Länge wachsen. Gibt es in diese Richtung. Und dann entferne ich eben noch die Blätter, die von Mehltau betroffen sind.
Das Ganze mag jetzt auf den ersten Blick sehr radikal erscheinen, aber die Zucchini haben so eine große Blattmasse und wachsen am Ende der Pflanze immer wieder weiter und bilden neue Blätter. Also macht ihr das gar nichts aus. Sie muss auch keine Kraft in die Blattmasse stecken, sondern kann in die Früchte investieren. Und so bekommen auch die Früchte und andere Pflanzen im Beet wieder mehr Licht. Das ist nun dieser ganze Haufen an Blättern, die ich von 3 Zucchinis weggeschnitten habe. Hier bei der gelben Zucchini, die jetzt recht gerupft aussieht, sind noch ein paar schöne Früchte zum Vorschein gekommen. Obwohl ich mit dieser gelben Zucchini nicht sonderlich zufrieden war. Die hat nämlich sehr zu Fäulnis geneigt. Also nicht nur hier die Blätter, die Früchte, sondern auch der Stamm habe ich jetzt, wo ich die ganzen Blätter zur Seite geschnitten habe, gesehen. Vielleicht ist das auch ein Hagelschaden. Hier kann man sehen, hier ist der Haupttrieb aufgebrochen, holzig, und es bildet sich schon ein bisschen Schimmel. Hier unten auch. Und hier sind wirklich schon viele Früchte. Und das hatte ich eigentlich die ganze Zeit, während der ganzen Saison, angefault. Getragen hätte sie herrlich. Ich werde das jetzt lieber vorsichtig wegschneiden, sonst reiße ich mir hier auch noch den letzten Rest der Pflanze weg. Aber auch hier, wow, da ist eine komplett matschige. Ja, der viele Regen war da sicher auch nicht zuträglich. Mal Hände waschen. Eine schöne Frucht. Und hier die zweite, glaube ich, ist auch noch ganz gut. Es hätte da auch noch dran. Hier sieht man den Haupttrieb, wo sich laufend neue Früchte, neue Blätter ausbilden. Der darf also nicht beschädigt werden, weil sonst ist fertig mit der Zucchini. Allerdings, da er schon hier weiter oben richtig arm aussieht, ich lasse sie jetzt trotzdem drinnen und warte ab. Die mit Mehltau befallenen Blätter der Zucchini entsorge ich nicht über meinen hauseigenen Kompost, sondern die kommen in die grüne Tonne und auf die Kompostieranlage. Ich bin zufrieden, die grüne Hölle im ersten Beet haben wir schon gut gelichtet. Wenn ihr euch fragt, was das hier im Topf ist, da habe ich mir letztes Jahr so eine Maracuja-Pflanze gekauft. Sieht man das überhaupt noch? Die kann man im Topf überwintern, drinnen im Haus, immer schön zurückschneiden. Und im nächsten Jahr sollte die sogar hier in unseren Breitengraden Früchte tragen. Allerdings bei den Witterungsverhältnissen in diesem Jahr ist sie nicht einmal toll gewachsen. Erst jetzt gibt sie ein bisschen Gas. Aber die Saison ist fast zu Ende. Ich werde sie dann im Herbst wieder hineinnehmen ins Haus, zurückschneiden und aufs nächste Jahr hoffen. Dann schwenken wir von diesem Beet mal hinüber ins nächste Beet. Hier habe ich meinen Rotkohl drinnen, mein Rotkraut, ein bisschen Venezianer Pflücksalat, der jetzt schon in die Blüte geht. Den sieht man hier. Und der Rotkohl muss jetzt unbedingt raus, weil ich habe gesehen, zuerst dachte ich, er wächst vielleicht noch ein bisschen, aber ich habe gesehen, irgendwer tut sich daran schon gütlich. Oh oh.
Und dem möchte ich natürlich zuvorkommen. Entweder mache ich daraus dann Sauerkraut oder wir essen ihn nach und nach so, ich lagere ihn im Keller. Mal schauen. Und hier haben wir schon einen der Übeltäter. Kleine Ackerschnecken, die überall in den Blättern zu finden sind, die waren dieses Jahr wirklich eines der größten Probleme hier bei mir im Garten. Also von dem ist, glaube ich, nichts mehr zu retten. Da war jemand besonders hungrig. Und nochmal eine kleine Feinschmeckerplatte für meine Enten. Die ersten wollen schon flüchten. Bist frech. Du bist die Freche, gell? Du bist die Freche. Ja, für die Riesenzucchini habe ich da gar keinen Platz mehr. Beet Nummer 2 ist also somit auch abgeerntet. Ein paar zerquetschte. Rotkohl habe ich noch drin lassen. Da hinten sind auch noch 2. Vielleicht wachsen die ja noch. Hier habe ich eine Ringelblume, die blüht hier, die lasse ich auch noch ausreifen. Und den Venezianer Pflücksalat, der darf hier auch noch blühen. Die versammeln sich hoffentlich, damit ich nächstes Jahr auch was von ihnen habe. Dann habe ich hier noch ein paar Spitzkohl, die dürfen auch noch versuchen zu wachsen, um ihr Überleben kämpfen. Und hier ist meine Kräuterecke mit Schnittknoblauch, einem wunderbaren Rosmarin. Den habe ich schon abgeerntet und getrocknet, damit ich auch im Winter Rosmarin für die Küche habe. Dazwischen habe ich hier auch noch Zitronenthymian, Olivenkraut, das ist aber jetzt langsam dann hinüber. Hier noch einen Borretsch, der darf sich hier auch aussamen. Ananassalbei, den habe ich auch schon abgeerntet für Tee im Winter. Und hier habe ich meine Ecke mit Malabarspinat, der jetzt wunderbar Gas gibt. Man sieht das, hier habe ich 3 Pflanzen. Das ist der hier, der rankt sich hier hoch, gibt schon wirklich wunderbar Gas. Und den werde ich bald beernten können, der wird dann auch herrlich blühen. Schmeckt wie richtiger Spinat, ist sehr ergiebig. Freue ich mich schon drauf. Jetzt binde ich hier zuerst noch meine Ringelblume hoch, die ich hier blühen lasse, damit ich in dem Beet mehr Platz habe. Das ist interessant. Was ist das interessant? Und diesen frei gewordenen Platz werde ich gleich nutzen, um etwas Neues auszusehen. Und zwar, was ist eine wunderbare Herbst- und auch Winterkultur? Na klar, der Feldsalat. Das heißt, hier werde ich jetzt breitwürfig den Feldsalat aussehen, ihn ein bisschen unterhacken, gießen. Feucht bleibt das Ganze sowieso von selbst bei dem Sommer. Da wird der Herbst wahrscheinlich auch nicht anders. Und dann hoffe ich, dass ich im Winter und dann auch im Frühling wunderbar Feldsalat ernten kann. Thank you.
Das Angießen habe ich mir jetzt doch erspart, weil der Boden ist so nass, so richtig durchtränkt nass. Da brauche ich nicht zusätzlich zu gießen, die Samen kommen auch so. Jetzt mache ich mal Mittagspause unter Anführungszeichen. Also ich werde hier mit meinem Erntekörbchen in die Küche gehen und schauen, was ich für meine Männer Leckeres zum Mittagessen daraus machen kann. Natürlich kann ich nur einen Teil davon verwenden, weil es ist viel zu viel. Ich freue mich sehr darüber, dass ich so viel ernten konnte. Und am Nachmittag geht es dann weiter, frisch und ausgeruht mit den nächsten Beeten. Wenn euch mein Video gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen rauf sehr freuen. Ich danke euch sehr fürs Zusehen und hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Video wieder im Küchengarten.